das denn hier? Erstmal richtig beleuchten hier. Ne? So. Zack. Von wegen kernlos. Hm. Ach, schön bitter. Ah, so. Komm, scheißegal. Wir haben's. Kriegen wir eh noch genug von. So, da geht der Weg dann weiter. Da. Hier geht der Weg weiter. Ich würde ja tatsächlich sagen, wir machen hier noch irgendwie ein Gerade. Also auf der Höhe. Und dann ist das hier wieder so. Eigentlich müssten wir hier schon einen runtergehen, ne? Ne, wir gehen hier einen runter. Na, wir gehen hier einen runter. Na. So gehen wir einen runter. Beziehungsweise. Doch, nee, war richtig. Hier gehen wir dann nämlich auch einen runter. Können wir hier nämlich schon mal reingehen. Dann haben wir hier nämlich auch einen tiefer. Dann ziehen wir hier unten nämlich die nächste Ebene rein. Ich glaube, das wird ganz gut. So, Inventar ist wieder voll. Mit unnötigem, unsinnigem Scheiß ist das Inventar voll. Knochen, ganz ehrlich. Obwohl, nee, wir gehen einfach mal kurz rein und räumen mal kurz ein bisschen auf. Bei der Gelegenheit können wir dann auch nämlich gleich mal unser gebrannten Stein holen. So, Lehm, Erde, Kies. Ja, Erde, komm, haben wir genug, kriegen wir eh gleich wieder. Ökokram, rein. Die Blumen auch, ne? Ja, die Blumen auch. Rein. Dann haben wir hier einen ganzen Kram, den wir gebrannt haben, rein. Das behalten wir mal noch. Dann brauchen wir hiervon einfach nochmal. Wir brauchen Kies, beziehungsweise eigentlich können wir auch den Hammer mitnehmen. Und den Hammer in der Werkzeug. Wo ist die Werkzeugkiste? Ich verlaufe mich in meinem eigenen Keller. Hier ist die Werkzeugkiste. So, wir haben den Hammer. Und wir haben einfach mal noch ein Stack Cobblestone. Und wir haben hier, guck mal, hier schon fertig. Oh, den Kram schmeißen wir auch kurz rein. So. Zack. So, da haben wir wieder ein bisschen was. Ja, komm, zweite Keule auch rein, komm. Dritte Keule, zack, danke. So. So, dann haben wir nämlich jetzt hier schön Möglichkeit, wieder zu bauen. Hier wollten wir runtergehen. Ah. Was willst du? Hau ab hier! So. Schon wieder unnötiges Inventar vollgemüllt. So, dann, komm, braucht eh keiner. Da rein. Und da rein. Und dann, so. Und dann Kobbel. So. Cobblestone und den schönen Stein, wo wir noch genug von haben. So. Cobblestone und normaler Stein. Ach, da ist schon normaler Stein, okay. So. Cobblestone. Ja,
Weg, weg. Weg, weg. Hier muss eh alles weg. So. Hier muss auch alles weg. Hier muss auch alles weg. Also von daher kommen. Einmal komplett bis hinten durch. So. So. Alles, 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 alles. Da hätten wir übrigens wieder ein bisschen Kies gleich. Wir machen uns erstmal eine ebene Fläche und gucken dann mal, was wir dann bauen müssen. So, beziehungsweise hier müssen wir dann eh gleich nochmal gucken, dass wir einen runtergehen, aber hier müssen wir auch erstmal fertig machen. So. Cobblestone. Cobblestone. Zack. Zack. Und zack. Einmal aufgefüllt. Aufnahme läuft noch, Aufnahme läuft noch. So, das hier, zack. Zack. So ist doch schön, da haben wir hier ganz, ganz viel Platz für Weg. Auch Platz für Weg. So, bis hier hinten irgendwie hin. Ja, genau. Und hier ist dann nämlich Cobblestone. Hier ist Cobblestone. Hier ist auch Cobblestone, ne? Genau. Können wir hier schon mal zubauen hier. So. Ja, da müssen wir gleich wieder gucken, dass wir wieder einen aufmachen. Aber das ist ja kein Problem. So. So. So, hier ist auch Cobblestone. Da-da-da-da-dam. 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 So. Zu weit, egal. So, bis hier. Nee, bis hier. So. Weg damit. Oh. So. Wird auch wieder zugemacht. Dup, 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 dup. Ja. Und da wird auch wieder zugemacht. Okay. Hier, na, zu weit. Hier zu, da auf, dazu. Ja. Na, wir haben doch hier eine. Ach, zu weit. Die ist einfach zu schnell. So. So. Ups. Die Hacke hier und hier. Och. Ja, so langsam lässt die Konzentration dann nach. Wird halt auch immer wärmer. Was tut man nicht alles für YouTube, ne? So. Dann müssen wir schauen, ein bisschen was haben wir noch. Ziehen wir nämlich erstmal kurz die Wege hier. Ja. Bis hier, ups, ah, bis hier. Ups, das war's. Da sind wir fast durchgekommen. So. Ja. Beziehungsweise hier hinten geht es wahrscheinlich weiter. Beziehungsweise das heißt wahrscheinlich, hier wird es auf jeden Fall weitergehen. Die Frage ist aber nur, bleiben wir dann auf der Ebene und gehen wir noch eins tiefer, wobei das wäre dann nur einer da unten. Ich glaube, wir bleiben hier unten, bleiben wir auf der Ebene und gehen hier dann wieder ein bisschen höher. Ja, aber erstmal machen wir hier überall den Boden okay.
beziehungsweise zumindest schon mal Erde rein. Und dann müssen wir gleich wieder ausleuchten, es wird schon wieder Nacht. Da fällt mir ein, ich wollte die Nacht ja irgendwie, den Tag wollte ich kürzer machen. Die Nacht ist so in Ordnung. Den Tag wollte ich länger machen. Nein, nicht kürzer. Länger. So. Aber die Nacht, 2 Minuten, Tag, irgendwie 20 Minuten, den kann man vielleicht nochmal ein bisschen strecken. Schauen wir mal. So. Und, Moment. Bevor wir dann gleich gar nichts mehr sehen, machen wir kurz mal überall ein bisschen Licht hin. Da. Da, na, da. Da und da. Hier. Das kann weg. Hier. Ja, geht voran, ne? Geht voran. Die Zäune, da haben wir jetzt dann gleich keine mehr von, aber wir können auch wieder welche machen. Ich überlege gerade, was man natürlich auch machen könnte mit den Folgen, dass die irgendwie thematisch gruppiert werden. Ne? Jetzt bauen wir die ganze Zeit an den Feldern. Das könnte eine eigene Folge sein, aber vorhin irgendwie ja in der Höhle eine Stunde. Das könnte eine eigene Folge werden. Ich guck mal, wie wir das aufteilen. Oder ansonsten, ich hätte jetzt 2 Stunden. Ich könnte natürlich auch ganz stumpf einfach eine halbe Stunde machen. Dann hätte ich für den ganzen Monat irgendwie abgedeckt, ohne mich da weiter kümmern zu müssen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Was ja auch nicht schlimm wäre, dann wird halt jede Woche pünktlich eine Folge kommen. Wird natürlich auch gehen, oder? Ich glaube, das ist das Hauptproblem mit diesem Kanal, dass so selten Sachen kommen, so unregelmäßig. Aber ich habe ja gesagt, irgendwie nach dem Neustart, ich mache mir da jetzt keinen großen Stress mehr. Entweder ich mache oder ich mache halt nicht. Und jetzt hatte ich halt eine ganze Zeit lang nicht gemacht, jetzt mache ich halt wieder ein bisschen. Und ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, einfach mal, wenn dann Bock und Zeit da sind, 2-3 Stündchen zu machen. Und das dann aufzuteilen für den Zeitraum, wenn dann mal kein Bock da ist. Ne? Das ist dann ja meistens danach dann wieder. Ist ja kein Spiel, was man nun wirklich 24/7 irgendwie spielen kann. Ja, kann man schon, ne? Also, es ist ja nun okay, aber nö. Nö. Ab und an mal ein bisschen was anderes. Passt schon. So. Also, was anderes machen wir hier dann auch, weil hier geht's wieder raus. Das heißt, da kommt dann das, da kommt dann das. Ja. Ja, mit den Soundtoren müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich setze die alle mal nochmal neu mit eben von innen nach außen oder so. Oder von außen nach innen, dass das überall gleichmäßig ist. Ja, ich glaube, das ist die beste Idee. So. 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 Ah, wie viel Platz hätten wir denn hier eigentlich? Also hier ist Weg, hier ist Zaun. 1, 2, 3 Erdloch. 1, 2, 3, Zaun, Weg. Dann wäre hier Zaun. 1, 2, 3, Erdloch. 1, 2. Ja, da kann man dann 2 irgendwie unten machen oder 3 unten machen und dann geht es wieder hoch. Wobei so viel ist dann da, glaube ich, nicht mehr. Obwohl doch eine ganze. Ach doch, ein bisschen geht noch hier. Na, da kann man hier ordentlich alles mit Feldern zuballern. Und hier ist auch ganz viel Zeug, was man auf den Feldern anpflanzen kann. Ey, meine Güte, und lauter rote Blumen. Auf dem Server total lustig. Ich suche rote Blumen, ich finde keine. Hier alles voll. Und der schwebende Baum da hinten natürlich. Wobei, da hinten war, glaube ich, noch irgendwo ein schwebender Baum. Alter, das sieht aber schon echt geil aus. Ne? Kannst ja echt nichts sagen. Ah, so ein Bergmassiv hier irgendwie. Oh, wenn es geladen ist natürlich. 40 FPS, okay. Gut. Wir verstecken das Bergmassiv da hinten mal so ein bisschen, wo es nicht geladen ist. So. Da ist übrigens der Baum. So. Also, das passt. Da muss dann überall Wasser rein. Hallo Schaf, du verschwindest da gleich mal. Und du Kuh, du verschwindest auch mal. Tschüss. Mach's gut. Da
Danke für die Wolle. Kann man nämlich bald ein Bett bauen. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Hier geht's weg. Da geht's wieder hoch. Ach, da geht's wieder hoch. Zack. Zack. Ich bin schon wieder voll. Da passt noch nicht. Da passt auch noch nicht. Und ich müsste gleich mal ein Häppchen essen. Da passt. Da passt. Das passte vorher aber auch, oder? Na, egal. Nom, 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 nom. So. Ja, hier. Schauen wir mal. Es ist ja flexibel, man kann es ja erweitern, das ist ja gar kein Problem. So, da muss überall noch Wasser rein, Zauntore rein und dann kommen wir hier nämlich weiter. Ich glaube fast, hier gehen wir auch schon runter, ne? Ja, hier kann man eigentlich auch schon runtergehen. Ja. Ah, da kommen wir auch schon runtergehen. Das ist okay. So. So. Dup, 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 dup. Ja, da wäre dann auch hier Abstieg. Und hier wäre dann ja von vorne irgendwie Weg wieder her. Na, wir haben ja hier schön die Doppeltbreiten. Aber wir haben ja diesen normalen, unseren normalen Weg, den wir dann hier irgendwie führen können. Hier den zwei Kiesbreiten und dann Cobblestone drumherum. Den könnten wir ja hier hinten dann irgendwie hier dann direkt runterlaufen lassen. Dann würden wir hier halt in einer doppelten Breite ankommen, aber ich glaube, das ist okay. So würden wir dann ankommen hier unten. Oh, das ist, glaube ich, irre. Das ist schon in Ordnung so. Beziehungsweise dann eben zwei weiter nach hinten, weil hier natürlich dann, das hier runter geht. Ja, es ist halt so das Einzige, was dann eben mehr als zwei runter geht, aber das ist schon okay. Machen wir jetzt noch eben. Ups, bin schon wieder. Ach ja, ich war ja voll. Wir bringen mal schnell ein bisschen was weg, würde ich sagen. Ja. Jetzt haben wir so viel Cobblestone hier, brauchen wir alles eh nicht mehr. Das bleibt. Die Erde brauchen wir. Ach, die lasse ich einfach mal noch, die Erde. Ach, beziehungsweise hier würde der Weg ja eh weitergehen. Also von daher brauchen wir gar nicht von da ziehen. Wir ziehen einfach von hier den Weg weiter. Gucken mal, dass wir den hier dann irgendwie wieder schmaler bekommen auf 2 breit und lassen den hier dann 2 breit runterlaufen. Sonst sieht das zu eng aus nachher. So, hiervon brauchen wir hier unten. Da geht's los. Hier geht's los und hier geht's weiter. Und das kommt raus und das kommt raus. Und das kommt. Da müsste jetzt ja eigentlich. Da müsste jetzt eigentlich wieder in der Cobblestone rein. Dass da auf beiden Seiten gleichmäßig von der Höhe ist hier. Ne? So, passt schon. Zack, zack, zack. Hier kommt normaler rein, hier kommt normaler, hier kommt Cobblestone, Cobblestone, hier und Cobblestone und hier. Und zack und zack und zack und zack und zack. Und zack. So. Oha, das ist aber hier irgendwie. Oh Gott. Es sieht so komisch aus irgendwie.
als wenn hier noch was fehlen würde oder das irgendwie viel zu hoch wäre. Aber gut, das ist richtig. Das ist richtig, aber wir machen das hier anders. Wir machen das hier einfach weg. Und haben hier halt eine vernünftige Wand runter. Ich glaube, das ist nicht tragisch, weil wäre dann zwar jetzt nicht mehr gleichmäßig mit dem hier, allerdings das ist ja hier der obere Rand und hier ist ja der obere Rand hier oben. Das heißt also hier unten. Das ist in Ordnung so, das passt so. Das sieht gut aus und das muss so sein. Und ich rede mir das gar nicht ein, dass das gut aussieht. So, da ist okay, da ist okay. Das heißt, hier ist Weg, hier ist Weg, hier ist Weg. Das heißt, die ganze Strecke ist hier Weg. Da machen wir hier die ganze Strecke Weg, so. Bababababam. 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 Bis hier. Jetzt habe ich den ganzen Cobblestone irgendwie schon weggebracht gerade. Jetzt brauchen wir den dann doch nochmal, ne? Ja, machen wir noch einen Stack hier. So. So. Und dann einmal mit dem Hammer drauf. Wir machen Kies, wir machen Kies. La 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 la. So. So. Hier geht's rein. Da, da, da. Da, da, da. So, dann kommt wieder eine Reihe Cobblestone. Ups. Oh, hat genau gereicht. Sehr gut. So, und dann, nein, hier, der Cobblestone war falsch, weil hier ist Weg. Ja. Da ist Weg, so. Aber hier kommt die Reihe Cobblestone hin. Wir haben ja keine Schaufel mehr, das heißt, ja, scharf, alles gut. Das heißt, wir machen uns noch eine Schaufel, zack. Wir haben noch diese komische Steinschaufel, aber die ist ja Käse. Also, wer einmal mit Mese arbeitet, will immer mit Mese arbeiten. So. Bis da hinten irgendwo. Gucken wir gleich mal. So, hier ist auf jeden Fall vorbei. Das heißt, hier ist Weg. Hier ist Weg. Da ist Weg. Da ist Weg. Ja, wir gehen jetzt hier nicht noch tiefer, das wäre Quatsch. Wir haben ja überall so 3 hoch, beziehungsweise 2 hoch und dann die Abdeckung oben. Das wäre Käse. Wir bleiben hier auf der Höhe, das ist okay. Und da hinten kann man dann wieder einen hochgehen oder so, gucken wir mal. Und hier, ja, müssen wir schauen. Ne? Also, wir können ja den Weg von hier oben eigentlich auch nehmen. Wenn wir den hier runterführen lassen, wir lassen den hier einmal abzweigen. Lassen den dann hier weitergehen zum Eingang von der Höhle. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Der Eingang von der Höhle, da müssen wir gucken, dass wir da so ein bisschen Minenschachtmäßig irgendwas bauen. Da hinten. Irgendwo da hinten in der Ecke. Muss mal gucken, wie wir das machen. So, erstmal machen wir hier. Wird schon wieder Nacht, ne? Meine Güte, die Zeit vergeht aber auch. So. Hier machen wir erstmal okay, so. Ja. Ja. So, da geht der Weg weiter. Und da ist dann hier auch vorbei. Gut. Sodele. Ziehen wir hier mal ein bisschen länger das Ganze. Hier können wir auch länger ziehen. Und hier können wir dann auch länger ziehen. Und hier können wir auch länger ziehen. Ups, gucken wir gleich mal. So, dann 1, 2, 3 hier. 1, 2, 3 Wasserloch. Ja, super. Hammer brauchen wir gleich erst wieder.
Ups. Och, komm. 1, 2, 3, Zaun. Okay. Dunkel ist's und man sieht nichts. Und ich sehe wahrscheinlich jetzt noch weniger. Ach komm, wir haben doch hier irgendwie kurz mal ein bisschen Licht, so. Das kommt ab. Ja, kann eigentlich komplett ab hier, ne? Dann muss man eh gleich wieder hochbauen. So, hier kommt auch ab. Na, da kommt rein, hier kommt rein. So. Zaun reicht nicht mehr, aber wir können wieder welchen machen. Und nur mal eben kurz. Mal eben kurz beleuchten. Zumindest die Ecken einmal kurz beleuchten. Ja. Ist natürlich jetzt hier, wo sowieso schon hell ist, sehr sinnvoll. Da kommt keiner drauf. Ja. So. Ja. Zack. Zu. Fackel. So, hier auch die Fackel. Und hier einmal zuziehen kurz. So. Na. Das wird schon wieder hell, ne? So. Ja, da gucken wir gleich mal. Könnten wir eigentlich auch mit Erde wieder zum Schütten gleich alles. Oh, jetzt ist die Katze weg. So. Zack. 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 Passt soweit, das kommt weg. So, dann hoffen wir mal, dass die Erde reicht. Müsste aber eigentlich. Ja. Mietze. Ja. Oh, wird doch eng mit der Erde, ne? Na doch, ein bisschen Eder haben wir ja noch. Haben wir noch ein ganzes Sack dann irgendwie da rumliegen. Der Sand muss weg. Und die Steine muss weg. So. Und dann schütten wir das Ganze einfach wieder zu mit Erde. So. Dann haben wir zumindest hier runter das Ganze schon mal geschafft. Die andere Seite hoch. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mehr so wirklich den Drang zu, das zu machen heute. Ich meine, wir sind auch schon irgendwie 2 Stunden dabei, also von daher ist das dann, glaube ich, irgendwann okay. Wird halt aufgeteilt, hatte ich ja zu Anfang gesagt, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt, wenn du es guckst, in einer der vorherigen Folgen gesagt. Es wird ein bisschen aufgeteilt und von daher ist das dann, glaube ich, auch okay. Da machen wir jetzt hier eben noch kurz fertig. Machen dann die Felder überall wirklich noch nutzbar, denn da machen wir überall noch Wasser rein. Die Zäune ziehen wir noch eben ordentlich. Zauntore, ja, können wir eigentlich auch noch kurz machen. Sollte ja nicht allzu tragisch sein mit den Zauntoren. So, hier mal ein bisschen Holz. So, hier ein bisschen so. Dann machen wir ein bisschen so und so und so und so. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Zaun. Gucken wir gleich mal. Reicht sowieso nicht, sehe ich so schon. Nur gleich noch ein bisschen Holz holen. Und bei der Gelegenheit können wir auch gleich mal 100 Zauntore machen. Dann haben wir ein bisschen was. Brauchen wir ja doch immer wieder mal. Das geht schneller. So. Hier irgendwas Gebranntes noch. Nein, gut. Dann schmeißen wir mal die Keulen rein wieder. Zack.
Wir gehen das jetzt ganz strukturiert einfach einmal durch, dann haben wir es nämlich einmal ordentlich und dann sollte das auch ordentlich bleiben.